ihr eigentlich Neuigkeiten vom Tridekarion? Nein, in der Tat nicht. Ich war sehr abgeschnitten, als ich hierher kam. Nun, ich war zum einen überrascht, von den Neuigkeiten aus dem Horusreich zu hören. Ach ja, Armene. Ja, ja. Nun, ich hoffe, dort ist alles noch im Griff. Ja, selbstverständlich. Der Bürgerkrieg wird das Horusreich dezimieren und am Ende werden wir nicht nur die junge Dame auf den Thron setzen, sondern kurze Zeit später dann auch Kadan. Dadurch, dass er ein eher Mühe trägt, ist er für uns von größerem Interesse als sein Onkel. Timo ist ebenso sehr erfahren, er gibt zwar gerne denjenigen, den Säufer, aber auch er spielt ein Spiel und er weiß es gut zu spielen. Seine Mutter hat ihn wahrlich gut geformt. Das ist gut zu hören. Doch auch das ist ein Grund, weshalb ich hergekommen bin. Macht es mir doch Sorgen, ob ein Bürgerkrieg aktuell im Horusreich das Beste ist, was unseren Zielen Sinn machen kann. Rafim, du merkst wohl, wie gerade der Leibwächter ohne Zunge an dich herangetreten ist und er hält dir auf einem silbernen Tablett ein Ritualdolch entgegen, ein Kries mit einer gewundenen Klinge. Also, du siehst einen fragenden Blick und also hält ihn dann doch hin und als ob alleine die Darreichung alles sagen würde. Ja, ich nehme den Dolch in die Hand. Nickt dir freudig zu. Also, er schaut dich weiterhin ernst an, aber irgendwie freudig. Dann nehme ich seine Hand. Guck dich an, schüttelt mit dem Kopf. Hört ihn seinen Finger ab. Schaut dich an. Betrachtet seinen Finger. Dann greife ich den Dolch an der Scheide und lege ihm ihn zurück in die Hand und nicke ihm zu. Ich wieder an. Und ja, die Neonitin, Frau Kiaras, schaut ebenso erstaunt. Verzeiht, aber euer Leibwächter, ist dir etwas auf den Kopf gefallen? Ach, er gehört zu der eher groberen Variante. Er bevorzugt das Blut zu vergießen. Es ist... Ja, sehr wohl, aber warum nicht sein eigenes? Ja, wir mussten ihm angewöhnen, dass er lieber das von anderen vergießt, bevor er sich selber komplett ausblutet, wenn ihr versteht. Komplett ausbluten, das ist doch wahrlich nicht das Ziel, aber... Er ist sehr, sehr eifrig, Blut zu vergießen, wenn ihr versteht. Die Neonite lehnt sich so ein bisschen rüber zu Rafim. Schaut dich an, als ob sie gerade mit einem Kind reden würde. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch eure eigene Hand abschneiden. Ein höherer Grad. Ich würde euch empfehlen, mit der Eminenz zu sprechen. Er spricht Weisheit. Möchte ich einen Gastvortrag halten, eure Eminenz? Wir haben die Chroniken aus Ilaris da, Band 2, den aus Kuslik. 799. Wahrlich? Nun, wenn es gewünscht ist, werde ich natürlich einen Vortrag halten. Das ist das geringste Problem. Ja, sie schaut hier freudig zu und würde dann in Richtung des Pultes deuten. Ja, dann erhebe ich mich, klopfe auf ihm einmal auf den Arm und mache mich auf den Weg zum Pult. Ich würde ihm wie ein Hund hinterherlaufen und genau die gleiche Position einnehmen, wie ich vorher auch hatte. Ja, vor dir aufgeschlagen, schon mit einem kleinen purpurnen Lesebändchen darin. Den Einband hast du nicht gesehen, aber es scheint sich dabei wohl um einen Psalm zu handeln. Es schauen dir tatsächlich auch alle interessiert zu. Sowohl die Leibwächter als auch die Geweihten. Du bist dir nicht ganz sicher, wie das hier mit diesen Weihegraden funktioniert. Gibt wohl verschiedene Stufen. Gesegnete, Auserwählte, Erleuchtete. Zumindest wurden die anderen an Gareth wohl auch als Abschaum bezeichnet. Und während du sie betrachtest und dann wieder das Buch und dann wieder sie, kannst du die ersten paar Zeilen lesen. Ja, so lasse ich mir nichts anmerken und lese einfach, als wenn ich ein Gebet an Raya spreche, frei heraus. Der Mensch, Geschöpf der Götter, eingesperrt in fallenem Körper, Spielball von Urgewalten und armes Häuflein Fleisch. Bedrängt im Herzen, wehrlos und ohne jede Hoffnung.
begreife. Was neiden die Götter ihrer Kreatur, dass sie sie bitterlich quälen? Wisse, sie neiden ihr die Kraft zur Überwindung von Göttermacht. Wisse, durch derlei überwindet der Mensch sein bitteres Los. Geist überwindet die Zeit, Kunst überwindet die Welt, Lachen überwindet das Schicksal. Wisse, durch Schöpferkraft überwindet das Geschöpf seine Schöpfer. Erkenne, die Götter neiden im Menschen den göttlichen Funken. Es geht ein zufriedenes Murmeln durch den Raum, Nicken. Wir machen dabei weiter unten. Da, wo jetzt Boltax die anderen gesammelt hat und neben euch könnt ihr erkennen, wie die Tänzerin schon zu ihrem zweiten Schwerttanz ansetzt. Ja, diese Tänze sind ja schon sehenswert, aber wo sind denn die beiden, drei anderen hin? Ich habe mir nachher nur eine Sekunde aus den Augen gelassen, ich schwöre es. Wahrscheinlich sind sie oben. Darin, wenn du möchtest, kannst du auch wieder zurück zu den anderen kommen. Ja, warum nicht? Vendario kommt aus dem, wie nennt man den Raum? Bosporanisches Bad. Aus dem bosporanischen Bad herausgetapst. Irgendjemand weist ihn dann freundlich darauf hin, dass er erstens nicht bekleidet ist und zweitens überall Wasser hintropft. Das ist egal. Hauptsache, du hast eine Maske auf. Ja, aber vermutlich wird man trotzdem nicht wollen, dass ich hier alles nass mache. Entsprechend wird er kurze Zeit nochmal verschwinden und dann halbwegs angekleidet wiederkehren. Ah, da seid ihr. Ich habe euch gesucht. Kurz. Ja, sicherlich. Wie denn aus? Ich glaube das vielleicht nicht, aber Menschen sind aufregend. Ja. Aber wo wart ihr denn? Da hinten. Aha. Nun, offensichtlich hat der Wein euch gut getan und doch sehr belebt. Es freut mich jedenfalls, dass ihr Gefallen am Alkohol gefunden habt. Wir haben eine Aufgabe. Ach ja? Ich dachte, ihr seid nur der Höflichkeit halber hier. Wie Keras das gesagt hat. Eure Augen sind so seltsam unfokussiert. Habt ihr getrunken? Natürlich. Ja, hat er. Hm. Wie viel? Ist egal, zu viel. Es wird eine variierende Anzahl an Fingern hochgehalten. Es waren zwei Gläser Wein, Isarun. Nichts. Offensichtlich verträgt er nichts. Das ist gut möglich. Aber schau ihn dir doch auch an. Dürr wie ein Gerippe. Natürlich verträgt er nichts. Was haben wir denn für eine Aufgabe? Ihr habt aber nichts gegessen, oder? Nein. Kiaras hat gesagt, wir sollen nichts essen. Ja, wir waren doch davor noch gut. Pilze essen. Pilzranken, genau. Pilzsuppe. Gut. Eine sehr ordentlich überwürzte Pilzsuppe, ich denke. War genau richtig. Weiß nicht. Ach nein, ist ja auch egal. Ja, aber wo ist denn jetzt Kiaras und Grafin? Sind sie wirklich oben, Abelmir? Wir können sehen, wie sich ein unglaublich fetter Mann zu euch stellt, mit widerlichen Wurstfingern. Er hat eine sehr bunte Maske auf, schillernd, farbenfroh, mit einem dritten Auge darauf. Oh, habt ihr schon gehört? Hafax hat Kotium erobert. Das ist gerade von 1 bis 10. Wie übel riecht er? Er ist echt ekelhaft. Also nicht nur nach Alkohol, nicht nur nach Schweiß, sondern auch nach Drogen. Ja, ich verzichte auf die Selbstbeherrschung und kotze ihn erstmal auf die Schuhe. Ja. Er guckt auf seine Füße, er guckt auf dich. Lach dich an. Das war ja ungeschickt von euch. Das tut mir leid, ihr riecht wirklich so übel. Ja, er ist betrunken. Ein guter Witz. Hafax hat Kunchum erobert, das ist ja furchtbar. Ja, statt im aventurischen Boden. Ja, tatsächlich. Immer diese Tulamiden. Wusstet ihr, dass Waldstein eine neue Gräfin hat? Nein. Zwergin. Oh, nein. Doch. Oh, ein guter Witz, eine Gräfin. Ja, ist aber so. Ihr wart wahrlich darauf, oder? Ja. Habt ihr gehört, dass Rohaya tot ist? Jetzt kriegen wir Selindiat und der ist erst 16. Habt ihr nicht gesagt, Rohaya wäre... Silenzium! Rowdy. Plötzlich ist alles um euch herum. Sagst du das? Nein, ich will die Psst-Variante machen. Ja, okay. Alles klar. Ja, plötzlich ist alles um euch herum still. Du kannst noch sehen, wie sich der Mund bewegt und irgendwie Essensreste aus ihm heraus... Ja, da ich offensichtlich vergessen habe, wie man gerät, die spricht,
klappe ich den Mund einmal auf, immer wieder zu, aber wieder auf. Ich werde jetzt mal den Silenzium und gucke dann, welche Erschwernisse ich habe. Ich habe ja auch das Ganze als Spezialisierung. Ja. Nur auf aber das kommt locker durch meine, ich glaube, 5er oder 6er. Ja, gut, das habe ich auf jeden Fall geschafft. Gut, also du willst nur auf den Elfen. Genau, ich piste ihn. Ja. Wie gesagt, der Mund klappt ein paar Mal auf, dann wieder zu, dann denkt er sich, er hat wohl vergessen, wie man gerät, die spricht und belässt es dabei. Mendarion kann aber weiter hören, ne? Er kann nur selber nicht reden. Ich weiß es nicht. Frage? Ich glaube, er ist komplett taubstumm. Okay, er ist betrunken und taubstumm. Was tust du? Also vermutlich, ob dieser Verwirrung, wie gesagt, wird er sich irgendwann damit abfinden und erstmal hinauswandern ins Freie. Doch, Elfen, das kennt man ja nicht. Elfen! Ja. Du merkst wohl, wie er dir mit seinen riesigen Fettfingern über die Haare wurschtelt. Sobald ich sehe, dass Mendarion außer Laberreichweite ist, lasse ich den Zauber dann auch wieder fallen. Also wenn er draußen ist. Ja, Mendarion wird sich dann denken, dass der stickige Luft darin ihn nicht gut getan hat und sich hier irgendwann einen Balkon zum Draufsetzen suchen. Voltax, du merkst wohl ein kurzes Ziepen, ganz unangenehm, und siehst dann wohl, wie eins deiner Kopfhaare an dem zwischen dem Finger und der, also Finger und Ring dann hängen geblieben ist. Ja, ich. Ganz ungeschickt. Ja, ich gucke natürlich, dass das Haar bei mir bleibt. Ach, Moment, euch ist da was hängen geblieben. Einen Moment. Ah, das macht doch nichts. Er wischt es sich so ein bisschen ekelhaft über seine schmierige, fettige Robe. Nein, ich schnapp mir das Haar. Taschendiebstahl. So, ich will das ja nicht heimlich tun. Ja, dann Fingerfertigkeit. Ja, alles klar. Du kannst das bestimmt auf Dolche ableiten. Ja, du musst kurz suchen, wo es jetzt an seiner Robe hängen geblieben ist, aber ach, okay, da ist es. Dann kannst du es ihm wieder von seiner fettigen Robe dann wieder runterziehen. Bist du der Meinung, dass es nur eins war? Ich will eure Robe doch nicht beschmutzen. Oh, das macht nichts. Die ist sowieso schon so mit Kotze voll. Ja, aber wenn ihr ein Haar von ihr wollt, dann nehmt doch lieber ein Barthaar. Ich greife in mein Bart rein, ziehe eins von den Fake-Haaren raus, ja, die ich im Bart versteckt habe und gebe sie. Ein Zwergenbarthaar, das bringt Glück. Ein guter Witz. Drückt es sich genau an die Stelle, wo eben dein Haar hing. Direkt diesen riesigen, was ist das, ein Butterfleck? Ja, ist so ekelhaft. Und dann versucht er sich auf sein Stelzbein wieder so umzudrehen und torkelt dann wohl wieder so ein bisschen zurück irgendwo anders hin. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Kiras ist oben mit Rafim vermutlich zusammen. Wir kommen nicht über die Treppe, dort stehen Wachen. Ach, wir kommen schon über die Treppe, wenn die Wachen tanzen. Ohne Aufmerksamkeit zu erregen bestimmt nicht. Ach so, Es gibt draußen auf der Nordseite eine Stelle, an der wir hochklettern könnten. Ach, wir klettern doch nicht hoch. Traut ihr euch das zu? Nein. Wie viele Wachen sind es denn? Nun, zwei bis jetzt, soweit ich gesehen habe. Gut. Ich weiß nicht, habt ihr einen Zauber, um die Wachen auszuschalten? Nicht unauffällig. Ah. Ist auch um ihr. Also, nein, ich muss mich anschließen, nicht unauffällig. Aber ist es denn wirklich, also müssen wir dorthin? Weiß ich nicht. Wir sollten zumindest dabei sein, Informationen sammeln, alles, was wir kriegen können. Ich würde Kiras ungern dort oben allein lassen, mit den Kultisten. Wir wissen nicht, wie viele es sind. Nun gut, dann nehmen wir doch die Außenseite, warum nicht? Sagt Mendarion, traut ihr euch in eurem Zustand zu, dieses Hindernis zu überwinden? Ich gehe Mendarion ein. Ich würde sagen, Mendarion ist draußen, den müsstest du erst wieder einfangen. Ach so. Das wird nicht schwer sein. Wenn Boltax ihn suchen geht, wird er im Garten irgendwo auf irgendeinem hohen Amerk sitzen sehen. Da, Mendarion. Da bist du ja. Da bist du. Ja, tut mir leid wegen eben. Irgendwas, der Mann, ja. Ich habe vergessen, wie man spricht. Ich glaube, das liegt daran, dass er so hässlich war. Hier, nimm erstmal noch einen Schluck zur Beruhigung der Nerven. Was genau gibst du mir jetzt? Ist das wirklich eine gute Idee? Noch mehr zu geben? Was genau gibst du mir jetzt? Ich weiß nicht, irgendwas, was da steht. Rosti? Ja, weiß ich nicht. Würfeln plus oder minus? Minus ist ein Bier.
Er gibt dir ein Bier. Ja, ich gebe das ungefragt über meine Schulter weg und dann springe ich von der Säule runter. Nee, Minus ist ja schlecht, oder? Ja, schlecht für wen? Ich wollte gerade sagen, also schlecht ist ja, wenn da jetzt noch ein Eiswein stehen würde. Dann ist noch ein Eiswein. Der wird auch, gut. Das kann wird auch genommen und dann mit Genuss runtergekippt. Ja. Zechenprobe. Jetzt fühlt sich minus besser. Zwei, komm! Knapp. Aber nein. Brav so. Ja. Wenn Darian versucht, dich von der Säule herunterzulassen, stolpert ein-, zweimal, rempelt dann am Nabel mehr an, krallt sich an seiner Robe fest. Ja. Da bist du. Gibt es irgendwo auf dem Innenhof eine, oder Außenhof einen Brunnen oder ein Bassin? Ja, definitiv. Also vor euch lagen auch nochmal die Fischteiche. Da kannst du ihn auch reinstoßen, wenn du willst. Dann würde ich Mendarion an der Schulter zu diesem Teich führen, oder Bassin, Becken, wie auch immer, ihn an Genick packen und ihn unter Wasser tauchen mit dem Kopf. Babbel hier, was machst du denn? Warte, wie genau gewalttätig machst du das? So gewalttätig, wie es nötig ist, um deinen Kopf unter Wasser zu halten. Raufen? Ich wollte betören sagen, aber irgendwo, wenn du raufen willst, dann rauf. Da hinnest du natürlich auch nicht mit, ne? Aua, Abel, ne? Ja, ich würfel da gar keine Parade. Ich glaube, es gelungen. Ich würfel einfach nur mit 20, um zu gucken, ob es eine 1 ist. Nö. Also, Inventarion versucht sich dann immer, wenn er merkt, wo die Reise hingeht, da rauszuwinden, aber das ist schon lange zu spät. Ich würde ihn dann so lange, sagen wir so 10, 15 Sekunden unter Wasser halten, bis er droht, langsam zu ersticken, weil ich merke, und ihn dann rauszuziehen wieder. Du weißt, dass ich rachsüchtig bin, ja? Ist mir egal. Ich will ihn nüchtern bekommen. Ich überlege gerade, ob ich dir einen Wasseratem anzaubere. Weißt du was, das mache ich selber. Okay. Ja, das ist völlig natürlich. Ich möchte mich von diesem Chaos wegbewegen zu Asabo. Unter Wasser, kann man das? Also, an was? Das ist ein ganz Doppel-Eins. Ja, ich bleib einfach mit dem Kopf unter Wasser. Für immer. Ich würde dich auf jeden Fall nach 10, 15 Sekunden hier rausziehen und den Kopf aus dem Wasser ziehen. Was passiert, wenn du weiter unter Wasseratem stehst? Ich glaube, ich bin bis zum Ende der Wirkung nur noch wasseratmig. Ich schnappst wie so ein Fisch nach Luft. Was macht Abel mir, nachdem er mich rausgesungen hat? Haut er mich wieder rein oder lässt er mich oben? Geht nur darum, dass du wach wirst. Ich habe ja nicht mitbekommen, was du machst. Ich sag, den Zauber nicht mitbekommen. Richtig? Insofern gehe ich davon aus, dass du nach Luft schnappst, weil ich dich fast halb ertränkt habe und dich nüchtern mitbekommen. Wenn ich dann einen Moment lang Luft geschnappt habe, lasse ich einfach den Zauber fallen. Das kann ich ja dank Zauberkontrolle. Achso, du hast Zauberkontrolle. Ja, okay, dann nein, Elfen haben die eingebaut. Gut. Ja. Und seid ihr jetzt wach? Wieder nüchtern? Ja, vorher wach, aber was sollte das? Aber mir was willst, soll ne? denn der Scheiß? Wir wenn müssen Pflanzen ihn nüchtern willst, bekommen und nicht betrunken. Ich hätte fast das Wasser nicht in meine Lunge bekommen. Reißt euch zusammen. Abel, ja. Ja. Ihr dürft nicht so aggressiv sein. Ich glaube, wir müssen ernsthaft mal über eure Aggressionen sprechen. Denn Darion hat nichts Böses getan. Ihr verreicht ihm dieses Getränk und er ist betrunken. Aber Boltax, ich versuche Boltax irgendwie eine Hand auf die Schulter zu legen, verfehle ihn, patchle ihm irgendwie den Kopf. Es gibt keinen Grund, hier wütender Farbe mir zu sein. Ich bin mir sicher, er wollte nur ein wenig planschen. Ja, wenn er planschen will, dann schubst sich Abel mir ins Wasser. Oh Mann. Ich helfe ihm. Ernsthaft jetzt? Ja. Du hast Mächte heraufbeschworen, die du nicht kontrollieren kannst. Iserun hat sich zum Glück rechtzeitig umgedreht und kann Asavo dann noch nach kurzem Suchen finden, der ihr höflich zunickt. Hat wohl auch gerade ein Glas mit Wein bei sich und würde dir dann eben auch eins reichen, wenn du magst. Ja, das halte ich allerdings eher zur Dekoration in der Hand, weil ich mich mit ihm unterhalten möchte. Macht er genauso. Also er hat auch nicht getrunken, es ist nur Dekoration. Euer Gnaden, was denkt ihr über diese Kreatur im Keller? Wusstet ihr etwas davon bestimmt nicht? Nein, es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich auf einer solchen Festivität geladen bin, auch wenn sie jedes Jahr stattfinden wird. Ein Gotongi. Sicherlich kein Dämon des Extremes, aber schon beunruhigend, dass sie zu Vorstellungen dem gemeinen Volk so etwas präsentieren, auch wenn Punin selbst den Kellern Dämonen beschwört, aber
Dennoch denkbar ungünstig, gerade bei einer solch betrunkenen Veranstaltung. Das ist ja richtig. Man kann sich ja nicht ausdenken, was passieren könnte. Vielleicht wird diese Kreatur sogar dazu verwendet, um Leute hier auszuspionieren und zu schauen, wer ist gerade fort und was kann man zum Beispiel zu Hause stehlen oder weiß der Geier, was die noch vorhaben. Jedenfalls. Ja. Solange sie im Goldkäfig ist, wird da sicherlich wenig passieren. Gold blockiert die Matrizes, das wisst ihr? Ja, offensichtlich. Bewegen kann er sich natürlich nicht von alleine weg. Aber trotzdem, ohne Dispens und ohne die Genehmigungen, so eine Kreatur zu beschwören, ohne einen offensichtlichen Plan, wie man diese wieder los wird, das ist doch nicht im Sinne der Götter. Und Gotonkis zurück in die Niederhöllen schicken wird sicherlich auch mit diesen Hellebarden möglich sein, aber ich finde es dennoch denkbar ungünstig, dass dieser ohne wirkliche Beaufsichtigung, also durch die Hand eines fähigen Magiers dort belassen wird. Auch wenn er dort wenig Schaden anrichtet, aber... Hätte man wenigstens einige von den Puniner Magiern hier hingestellt, auf deren Kompetenz kann man sich ja verlassen. Ja, wie gesagt, aber sie beschwören ja auch Dämonen, aber sie hätten, ein Puniner Magier hätte diesen Dämon dort unten auch nicht alleine gelassen. Nein, das ist vollkommen unverantwortlich. Wisst ihr zufällig, wem diese Villa gehört, wer hier der Hausherr ist? Das weiß ich tatsächlich nicht. Stand auf der Einladung auch nicht drin. Meines Wissens ein Pferdebaron. Irgendjemand, der Pferde züchtet und nur ab und zu dann in Richtung Punin reitet. Einen wirklichen Namen habe ich nie gehört. Nun, so etwas gehört jedenfalls abgemahnt. Und zwar durch Gilden wie auch die Kirchen. Denke ich auch. Ich habe zwar auch schon den ein oder anderen Geweihten gesehen, aber ob dies dann nur eine Verkleidung ist oder nicht, hinter den Masken ist das schwer zu sagen. Doch mich so offen, wie dies den Adligen präsentiert worden ist, gehe ich schon davon aus, dass nach und nach ein jeder Gast sehen sollte, was dort unten sich befindet. Davon ist auszugehen. Trotzdem, das ist keine Attraktion, die sich gehört. Denkt ihr, wir sollten den Hausherr versuchen zu finden und darauf zu bestehen, diesen Dämon zu exorzieren oder zu vernichten? Wenn man wüsste, wie er aussieht oder wie sein Name ist, könnte man sicherlich auch ihn suchen oder man fragt die Wachen. Aber wenn er sich im oberen Teil dieser Logenvilla aufhält, dort kommt man nicht rein. Ich habe schon versucht, die Wachen hatten mich nicht hindurchgelassen. Vielleicht braucht man so etwas wie ein geheimes Losungswort, damit man nach oben darf. Oder man muss einfach ein Raya-Geweihter sein. Ein Raya-Geweihter? Ihre Gnaden. Ihre Gnaden, Karinor ist doch nach oben gelassen worden, gemeinsam mit seinem Leibwächter Rafim. Nun, wenn Rafim es auch hier reingeschafft hat, dann sogar bin ich mit etwas Waffen beruhigt. War er nicht ursprünglich deswegen draußen? Eine Stunde stand er dort herum, vielleicht sogar noch länger, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann wurde er auf einen Wink nach oben gelassen. Wie merkwürdig. Kann das mir auch nicht ganz erklären. Nun, vielleicht sollten wir uns einmal mit dem großen Theatraule unterhalten, wer ihn hier engagiert hat. Vielleicht weiß er mehr über den Hausherren. Lasst uns doch einmal hinübergehen. Ich glaube, er steht dort hinten und beeindruckt ein paar Frauen mit seinen Feuerspuckkünsten. Schauspieler. Richtig. Nun ja, lassen wir ihm seine Minute und dann sprechen wir ihn an. Wo sind denn jetzt die anderen? Wahrscheinlich immer noch da draußen und... Ich hatte gesehen, dass Abel mir wohl ins Wasser geworfen wurde. Boltax hatte gelacht. Ach, die Peinlichkeiten nehmen ja kein Ende. Mit denen kann man sich ja nirgendwo blicken lassen. Ich habe viel Gutes von euch gehört als Helden, aber vielleicht habe ich einfach die Richtige gewählt und... Ich bin sehr froh, dass ihr euch nicht an diesen Brunnen gestellt habt und jetzt mit den Wasserspielen beginnt. Danke, ich muss mich wirklich für meine Gefährten entschuldigen. Normalerweise sind sie auch gar nicht so. Nicht oft jedenfalls. Ich hätte gedacht, dass Abel mir, Morenes als gebürtiger Horasier, doch die Etikette wahrt. Aber ich glaube, der Zwerg und der Elf sorgen für allerlei Trubel und sind es nicht ganz gewohnt. Unter Gästen
sich zu bewegen. Ja, das scheint mir auch so. Man muss allerdings auch anmerken, dass wir in letzter Zeit uns in nicht so feiner Gesellschaft bewegt haben. Wenn man im Feindesland unterwegs ist, kann man sich solcherlei nicht erlauben. Nun, zumindest etwas Ablenkung. Auch wenn ihr selbst von dem Wein nichts testet, aber ich halte das ebenso. Sehr richtig. Man muss den Verstand schließlich wach halten. Na, vor allem, wenn sie einen Dämon dort unten ganz offen präsentieren, will ich gar nicht wissen, was sie dort oben alles tun. Richtig. Wir müssen einen Weg finden, um nach oben zu gelangen. Ich werde gleich einmal diesen Schauspieler ansprechen, wenn er denn fertig ist. Man muss ja nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Tun wir das. Derweil oben. Kiaras hat die letzte Seite umgeblättert, nickt zufrieden. Und auch Rafim schaut dich jetzt an, was das für götterliches Zeug in diesem Buch ist, oder in diesen Büchern. Chroniken von Ilaris. Götter- und Kulteprobe, was weißt du über die Ilaristen? Mal schauen, ob ich irgendwas weiß. Vielleicht backen die. Die Ilaristen, ach, du hast Gerüchte von ihnen gehört, vor allem in Zorgan und einige Sachen in Kuntium sind wohl Sindegeweihte. Aber merkwürdig, dass sie solch götterlästerliches Zeug predigen. Kurios. Ich muss einen Weg finden, dieses Buch einzustecken, damit ich das dann mal den anderen zeigen kann. Derweil hat wohl der Novadi hat sich da wohl ebenso hingesetzt und an einer Wasserpfeife gezogen. Schwerer Kaktusdampf, der jetzt so ein bisschen in der Luft hängt. Hat jetzt aber mittlerweile wohl eine kleine Flöte hervorgeholt und spielt merkwürdig disharmonische Klänge, die dann wohl aus dieser Flöte entweichen. Rafim, du hörst diese Klänge. Möchte ich mal an die Armbrust denken. Sei ein Moment dafür. Ja. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Eisernen Willen anschmeißen. Das ist eine gute Idee. 9 Punkte. Du hast das Gefühl, dass diese Flöte mit dir spielt und sich um diese Armbrust herum bewegt und windet und auch um die Pilze. Und du spürst, wie Boltax irgendwo von ganz entfernt dumpf mit dir spricht oder sprechen will. Du denkst zurück an den Garten, wie du blind vorhin noch mit Kiaras gekämpft hast und du siehst ihn wieder vor dir, Kiaras, wie du mit ihm kämpfst. Aber jetzt hast du so eher das Gefühl, dass du ihm die Augen aus dem Schädel herausquetschen würdest. Du kannst das Gefühl runterschlucken, unterdrücken, aber du fühlst dich nicht mehr so sehr an deine Ehre gebunden, an deine Prinzipien. Du könntest sie mit einem einzigen Wisch wegwischen. Das gleiche gilt für Kiaras. Auch dein Ehrgefühl wirkt wie weggewischt. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Deine Prinzipien verraten. Daher kann dich hier nicht hören, kann dich hier nicht sehen. Gerade in diesem Raum. Alles, was hier oben passiert, bleibt hier oben. Du könntest Drogen nehmen. Du könntest Menschen töten. Daher sieht es nicht. Hier herrscht die Finsternis, die Verführung, die Täuschung, Geheimnisse, Gift und Intrigen. Und all das wegen dieser Flöte. Ja, ich spiele auch schon mit so ein wenig mit der linken Hand so auf dem Knauf meines Rapiers. Ein Lächeln spielt so ein bisschen meine Lippen und ja, ich gleite wieder zurück zu meinem Platz, um mich wieder der neuen Nietern gegenüberzusetzen. Verzeiht mir ihre Gnaden. Ihr habt euch zumindest als ein Reihergeweihter verkleidet, korrekt? Eure Eminenz? Ja, das habe ich. Das Zerrbild eines Rajanis.